Moin Moin, Miro hier. Heute kann ich euch erneut ein Messer von Bestech präsentieren. Das hier ist das Lion von Bestech. Das wurde mir vom lieben Sascha von writingturningflipping.de zur Verfügung gestellt. Und dieses Messer wird auch wieder auf die Reise gehen, nämlich auf Pass-Around-Reise. Das heißt, ihr könnt euch noch auf viele weitere Videos zu diesem speziellen Exemplar hier freuen. Und die verlinke ich natürlich wie immer in einer Playlist in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr so in einem Monat mal wieder hier reinguckt und bis dahin nichts gefunden habt, dann seht ihr bestimmt in der Playlist schon den nächsten Review. Ja, ganz kurz die Verpackung, die ist bei den Budget-Modellen von Bestech nicht weiter aufregend. Das heißt, die kommt auch gleich wieder weg und wir schauen uns mal das Wesentliche an, das Messer selbst nämlich. Das Lion gefällt mir vom Design her äußerst gut. Also wirklich äußerst gut. Ich finde, es ist sehr gefällig, sieht schön aus, hat einen universellen Griff, eine schicke Klinge. Schaut euch mal an, wie weit die falsche Schneide hier oben durchgezogen ist. Fehlschärfe und falsche Schneide, zwei Fachbegriffe, die ich sehr, sehr gerne durcheinander würfle. Und ich hoffe inständig, ich habe jetzt den richtigen genommen. Die hat coolerweise auch zwei unterschiedliche Finishes, nämlich ein Stonewash, so ein kleines bisschen hier auf der flachen Stelle und dann eine richtig schöne Satinierung hier nach unten hin, Richtung Schneidphase. Und auch hier oben haben wir nochmal eine Satinierung bei der falschen Schneide. Dazu noch dieses Jimping hier oben. Ja, das ist okay. Gibt aber nicht sonderlich viel Grip. Also hätten sie meinetwegen auch weglassen können. Ist aber in Ordnung. Habe ich auch schon schlechter gesehen. Und der Anschliff ist auch recht gleichmäßig. Nur hier im Bereich der Klinge, da sehe ich eine ganz kleine Stelle, die so ein bisschen abweicht. Aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ja, ansonsten ist das Design wirklich erfreulich clean. Wir haben zwar insgesamt vier Schrauben hier auf dem Griff, auf der Präsentationsseite, aber die Anordnung ist für mich irgendwie sehr angenehm mit dem Backspacer. Klar, man hätte vielleicht eine weglassen können, diese hier, aber das sieht schon schick und in Ordnung aus. Und auch hier auf der anderen Seite wurde der Pocket Clip verwendet für die beiden Schrauben. Das heißt, da ist nicht nochmal extra was für den Pocket Clip dazugekommen. Das finde ich super so. Die Fangriemenöse hier hinten finde ich auch sehr schön gelöst. Ich finde es immer sehr gut, wenn die im Backspacer integriert ist. So ist hier kein Loch im G10 im Griff. Und wenn man sie nicht benutzen will, dann stört sie auch nicht weiter. Vor allem finde ich sie auch so ein kleines bisschen leichter zu reinigen. Ja, vielleicht kann man das hier sogar noch als Glasbrecher in der Not benutzen. Das ist aber natürlich alles schön abgerundet, deshalb ganz sicher wäre ich mir da nicht. Schaut man jetzt von oben hier in den Griff rein, dann sieht man, dass nicht alle Metallflächen, hier zum Beispiel bei der Sperrfeder, sorry für den Ton, alle wunderbar glatt geschliffen sind. Hier sieht man die Frässpur noch. Das ist also ein kleiner Minuspunkt, auch bei der Skelettierung hier. Das schauen wir uns aber beim Kendo noch mal genauer an. Meine Güte, wer schreibt mir denn da bloß? Also von der Verarbeitung im Inneren kann ich nur sagen, dass sie gut ist, aber nicht sehr gut. Es ginge noch ein kleines bisschen besser. Es handelt sich hier aber ja auch um das Budgetmesser. Wenn wir bei der Verarbeitung weitermachen, schön finde ich es, dass die Schrauben alle gleichmäßig hier versenkt sind. Auch der Pocket Clip ist versenkt. Die Achsschraube auf beiden Seiten auch ein kleines bisschen versenkt, steht aber gleich weit raus. Und auch hier die kleinen Rillen, die hier reingefräst wurden, finde ich, sehen interessant aus und sind auch schön sauber gearbeitet. Und diese Struktur auf dem G10, die mir ja schon bei früheren Messern von Bestech sehr gut gefallen hat, die finde ich auch hier wieder super. Es sieht einfach schick aus und das Material hat auch ein kleines bisschen Grip. Ansonsten sind alle Kanten gebrochen und das auch sehr stark. Da habe ich also nichts dran zu meckern. Auch hier beim Liner Lock. Es tut überhaupt nicht weh, den zu entriegeln. Es hakt nichts. Also sehr angenehm. Und auch hier oben
Beim Jimping sind die Kanten allesamt gebrochen. Das Messer fühlt sich dementsprechend auch sehr gut in der Hand an. Damit kommen wir schon zur Ergonomie. Die ist hervorragend. Ich spüre den Pocket Clip ein kleines bisschen hier in der Hand, aber nicht weiter störend. Ich könnte mir vorstellen, nach einer halben Stunde Arbeit ist es dann doch ein kleiner Hotspot. Da müsst ihr mal selbst drauf achten, falls ihr euch das besorgt. Das ist nochmal bei allen Leuten ein kleines bisschen unterschiedlich. Vielleicht hätte man hier ein kleines bisschen weniger stark hochbiegen können. Auf der anderen Seite kriegt man das Messer mit dem Pocket Clip aber auch wirklich sehr gut in die Hosentasche. Und das, obwohl er mächtig stramm ist. Mir persönlich fast ein bisschen zu stramm, aber durch die relativ glatte G10-Struktur geht das dann alles doch noch ganz gut. Der Liner steht, wie ihr seht, bei 40-50%. Das ist vollkommen in Ordnung. Klingenspiel besteht überhaupt keins. Klingengang ist top, wirklich top. Und der Klingenstand auch sehr schön mittig. Da habe ich hier wirklich ein schönes Messer in der Hand, schön eingestellt. Ja, und das Flippen macht richtig Spaß hier. Denn der Flipper ist ebenfalls richtig schön bei den Kanten, alles gebrochen. Und man hat, obwohl es kein Jimping gibt, hier wunderbar genug Raum, um Spannung aufzubauen. Man kann auch einfach draufdrücken und die Klinge öffnet immer zuverlässig. Ja, den Größenvergleich vergesse ich wirklich immer wieder in meinen Reviews, aber diesmal nicht. Hier liegt das Spyderco UK PK dran. Der Aufnahmewinkel lässt es noch ein kleines bisschen größer erscheinen, als es ist. Aber wie man sieht hier, sind wirklich 3-4 cm mehr Klinge beim Laien. Aber, ja, beziehungsweise 2 cm mehr Klinge ungefähr, aber eben auch 2 cm mehr Griff. Das passt alles und ich würde sagen, das Messer ist damit auch locker noch für Handschuhgröße 10, vielleicht sogar 11 gut zu benutzen. Ja, sehr positiv fand ich auch, wie gut die Klinge dann abgeschnitten hat aus D2-Stahl. Die schneidet wirklich hervorragend. Ich habe alles Mögliche damit geschnitten in meinem kleinen Testparcours. Natürlich Papier, natürlich rasiert das Messer und zwar sehr gut. Und es erwies sich auch als überraschend schneidfreudig. Die Klinge hat so 3, vielleicht 3,5 mm Stärke. Schneidet aber wirklich hervorragend durch alles durch. Liegt natürlich auch an der guten Schärfe. Aber ihr seht das, keines der Materialien hat wirklich Probleme gemacht. Und auch das Seil, wo öfters mal kleinere Probleme bestehen, das wurde ohne großen Druck und ohne Schneidbewegung durchgeschnitten. In der Praxis hat mich das Messer also total überzeugt. Ich finde sowohl die Klinge als auch den Griff wirklich hervorragend für einen Alltagsbegleiter, der auch ein kleines bisschen was einstecken kann. Denn dünn sind die Stahlplatinen hier auch nicht wirklich. Und auch der Spielspaß kommt wirklich absolut nicht zu knapp. Sehr schön eingestellt. Ich habe hier nichts mehr dran gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe des Passarounds sich sogar noch weiter einspielt und dann zu einer wahren Fingerguillotine kommen würde, sich entwickeln würde, meine ich. Was zum Glück nicht geht wegen dem Flipper. Ja, ein tolles Messer und ich bin schon gespannt, was die anderen Tester dazu sagen. Den Bezug, den verlinke ich euch wie immer in meiner Videobeschreibung. Und ja, da kann ich euch wirklich bedenkenlos eine Kaufempfehlung geben. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.